Technikboss sagt Hallo zu einem neuen Video. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr euch mit euren Android-Fernseher aus allen Google-Konten abmelden könnt. Wie das funktioniert, wie immer nach dem Intro. Jeder von uns kennt das Problem, man meldet sich auf irgendeinem Device, sei es Fernseher, Handy, Tablet oder was auch immer an, und dann hat man auf allen Geräten hat man sich angemeldet, verkauft dieses Gerät oder das Gerät ist defekt und das Konto bleibt dort. Wir zeigen euch heute, wie ihr euch auf allen Geräten, wo ihr gerade angemeldet seid, euch ausloggen könnt. Und dazu drückt ihr mal die Home-Menü und dann geht ihr hier zu den Apps und weitere Apps herunterladen. Und im nächsten Fenster gehen wir auf Suche. Und hier können wir einen Browser herunterladen. Ich nehme gleich den ersten, der mir hier vorgeschlagen wird, wie zum Beispiel dieser Internet und Netz, und lade diesen herunter und installiere ihn gleichzeitig. Als nächstes auf Öffnen, Loslegen und wir werden gleich als Google die Startseite verwenden und werden uns hier oben anmelden, damit das Ganze funktioniert. Also hier auf Anmelden und hier gebt ihr nun euer Google-Konto ein. Im nächsten Fenster das Passwort, wie bekannt, und auf Weiter. Nun werden wir hier angemeldet. Als nächstes klickt ihr hier oben auf den Einstellungen und wählt hier Konto aus. So, da haben wir das Ganze. Und nun müssen wir hier auf Daten und Datenschutz. Das ist der nächste Punkt. Hier gehen wir rein. Dann klickt ihr hier auf Sicherheit. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Und hier sehen wir dann, wo wir überall angemeldet sind und was hier alles möglich ist an einer Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel und noch vieles mehr. Für uns wichtig ist hier meine Geräte und hier können wir dann auch alle Geräte verwalten klicken und können dann hier jedes Gerät, wo wir angemeldet sind, rauswerfen. Also Smart TV, Philips, Thomson. Ihr seht, wo ich hier überall angemeldet bin. Ich scroll mal nach unten, damit ihr seht, was hier gemeint ist. Ich habe hier zum Beispiel ein Tablet seit 270 Tage bin ich hier inaktiv, obwohl ich dort noch immer angemeldet bin. Dann klicke ich hier drauf und sage hier abmelden und schon habe ich mich hier abgemeldet. Wie gesagt, es empfiehlt sich hier immer ab und zu reinzuschauen, weil man verliert sehr, sehr schnell den Überblick. Also fertig, ich habe mich hier abgemeldet. Und so könnt ihr das Ganze machen mit all euren Konten. Habt ihr zu dieser Anleitung noch Fragen? Dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikboss sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.